Ach, Sie sind's. Tief einatmen, zwei Atem lange anhalten, drei langsam, langsam aufatmen. Mit dem Weltall in Kontakt kommen, Frau Huppert. Also mir hat Ihre indische Atemübung überhaupt nichts genützt. Ja, dafür machen Sie aber einen vorzüglichen Kaffee, Frau Huppert. Wann geht's denn los? Morgen früh. Morgen früh beginnen meine Ferien. Zuerst geht's nach Baden-Baden und dann so mitten rein in den Schwarzwald. Aha. Na, holen Sie mal meinen Rucksack, Frau Huppert. Ja. Na, Hähnchen? Hallo, ach, da bist du. Bist ja schon ganz munter. Ja, ja. In den nächsten drei Wochen werde ich mir eure Verwandtschaft in Freiheit dressiert anhören. Ja, sagen Sie, Herr Singer, wollen Sie wirklich mit diesem, entschuldigen Sie, alten und dreckigen Rucksack auf die Reise gehen? Doch, doch, Frau Huppert. Das hat seinen bestimmten Grund. Ja, da muss ich aber gehen. Donnerwetter noch. Sie können ja mit elektrischen fahren. Ach, das fehlt mir gerade noch. Das wäre zum ersten Mal seit 10 Jahren, dass ich zur Arbeit nicht zu Fuß gegangen wäre. Also, Wiedersehen und tief atmen, ne? Ja. Vielleicht bekommen Sie dann Verbindung mit dem Kosmos. Kosmos? Verzeihen Sie bitte, hätten Sie etwas Feuer für mich? Tut mir leid, aber ich bin sehr eilig. Passen Sie doch auf, Minzenskind. Verzeihen Sie bitte, aber ich habe soeben etwas beobachtet. Ich habe wirklich keine Zeit für Ihre Beobachtungen. Passen Sie lieber auf die Straße auf. Ja, sehr lieb. Sehr lieb. Sehr lieb. Holen Sie diesen Idiot. Wie sie alle rennen und rasen, ne? Als ob es ihr Leben gilt. Durch den Wald der Häuser und Straßen, wie von Hunden gehetztes Wild. Noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller, dem eigenen Schall hinterher. Sie können's nicht ertragen, wenn der andere noch schneller wird. Nicht so eilig, nur nicht so eilig. Wenn du dir Zeit lässt, hast du vom Leben mehr. Langsam, langsam, nur immer schön langsam. Bei zu viel Vollgas, da ist der Tank bald leer. Nicht so hastig, nein, nur nicht so hastig. Denn dass man Zeit spart, das ist ein Selbstbetrug. Sachte, sachte, nur immer schön sachte. Das bisschen Leben, das vergeht noch schnell genug. Ach nee, das mache ich nicht mit. Das viel gerühmte Tempo von heute. Nö, nö, das mache ich nicht mit. Ich lass mir Zeit, ich lass mir Zeit. Nanu, Fräulein Wolf, was machen Sie denn da? Kleines Tischrücken, was? Ach, na? Direktor Zollhöfer will hier eine wichtige Konferenz abhalten. So? Sein Konferenzraum bekommt eine spezielle Holztäfelung. Hm. Ist noch nicht stinkfein genug. Ha. Anstatt, dass Sie hier mal was machen würden. Ja, Sie müssen nicht vergessen, dass wir hier in der unwichtigsten Abteilung unserer Illustrierten sitzen. Aber... Da fühlt sich ja schön ruhig. Keine Aufregung, keine Intrigen. Sie können aber auch allem was Gutes abgewinnen. Ich wollte, ich könnte das auch. Es kommt darauf an, wie man das Leben betrachtet, Wölfi. Die Hauptsache ist, nicht bitter werden oder sauer. Ja, ja, ja. Komm, Wölfi, schließen Sie bitte die Tür. Wir wollen hier ungestört arbeiten. Ja. Zeigen Sie mal, Hiss. Haben Sie eine Ahnung, warum der Zollhöfer uns hier aufgestellt hat? Ich? Wieso? Ja? Ach so. Naja, um eine Gehaltsverbesserung wird es sich nicht handeln. Der Zollhöfer ist ja ein penetranter Einsparer. Ein ausgezeichneter Chef. Schönen Dank für den Fußtritt. Ich habe gleich gewusst, was gemeint war. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen.
Ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen etwas Entscheidendes mitzuteilen. Wie Sie wissen, stehen die Ferien vor der Tür und ich muss leider konstatieren, dass unsere Ferienhefte von Jahr zu Jahr schlechter werden und unsere Auflage um diese Zeit katastrophal nachlässt. Ja, warum eigentlich? Diese Frage sollte Ihnen Herr Hiss beantworten können. Schließlich ist er ja der verantwortliche Bildredakteur. Ich? Wieso? Ach so. Ja, ich meine, wenn Sie nicht so gut aufgelegt sind. Bitte? Ich meine, die Auflage unserer Hefte, wenn das nicht so klappt, dann liegt das auch an dem katastrophalen Sommer. Das war ja ein schöner Sommer. Ach so. Ein Tag am anderen und die Leser, nicht wahr? Verzeihen Sie, Herr Direktor, aber ehrlich gesagt, Ferienhefte sind eben eine Katastrophe. Ach, ist ja sehr interessant. Ich wollte es nicht so deutlich ausdrücken. Besonders Ihre Fotos sind eine Katastrophe, Herr Pitt. Sie könnten sich auch mal was anderes einfallen lassen als serienweise Damen im Bikini. Ich kann Sie mal ohne fotografieren. Aber textilfreie Badenixen bringen Sie ja nicht. Also, meine Herren, die Sache ist viel zu ernsthaft, um Sie mit ironischen Bemerkungen abzutun. Dann müssen wir auch auf kirchliche Kreise noch Rücksicht nehmen und solche Dinge. Und auf Gremien und vom Rundfunk und Fernsehen. Danke vielmals. Damit Sie sehen, wie wichtig mir das Problem erscheint, hat sich der Verlag entschlossen, eine Prämie von 3.000 Mark für den besten und erfolgreichsten Ferienbericht auszusetzen. 3.000 Mark? Das quatschen die schon eine halbe Stunde. Zu dumm, ich habe da draußen im Archiv noch so viel zu erledigen. Ich wünsche bessere Ergebnisse zu sehen, also gute Reise und erfolgreiche Jagd mit der Kamera. Gottlieb! Morgen, Robert! Ich wollte dir noch, was wollte ich denn sagen? Ach so, adieu. Und vergiss deinen Freund nicht. Sieh mal, auf dem Lebensbaum wachsen zwei edle Blüten. Die Liebe und die Freundschaft. Schon mal sehr weise ausgedrückt. Glaub's mir, es geht nichts über einen edlen Freund. Das zählt. Das zählt, Gottlieb. Wie viel? Wieso? Ich meine, wie viel brauchst du? Immer wenn du einen Aphorismus über Freundschaft loslässt, brauchst du Geld, bitte. Du, das habe ich aber nicht so gemeint. Kann ich nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen, dass das für Benzin auch noch reichen soll. Geh lieber zu Fuß, das ist gesünder. Das ist zu viel Sauerstoffverbrauch. Wirklich, nein, Lebensreform. Also, Gott liebt dich. Gott schützt dich. Du bist eine ulkige Nudel. Omi, hier ist noch ein Platz frei. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ist das Ihr Platz? Ja, ich hatte ihn reserviert. Aber bitte, wenn Sie einen Eckplatz haben wollen, ich trete gern zurück. Nein, danke, ich kann diesen. Darf ich Ihnen vielleicht helfen? So. Sehr liebenswürdig. Bitte schön. Man sieht doch gleich den Kavalier der alten Schule. Ein was bitte? Danke. Gnädiges Fräulein, darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? So wollen Sie vielleicht lieber in der Fahrtrichtung sitzen? Nein, danke. Das Kind kann sehr gut in der Mitte sitzen. Omi, du musst jetzt raus. Der Zug kann jeden Augenblick abfallen. Dürfte ich Sie für einen Augenblick bitten? Bitte schön. Verzeihen Sie vielmals, mein Herr, aber darf ich Sie um eine große Gefälligkeit bitten? Das Kind fährt nach Genf ins Pensionat und ich bin so besorgt. Sie fährt zum ersten Mal allein. Ah ja. Aber Omi, wie kannst du nur... Nein, lass nur. Die beiden Herren am Fenster scheinen mir ja richtige Wölfe im Schafspelz zu sein. Ja, das wäre immerhin möglich. Wenn Sie nun die große Liebenswürdigkeit hätten, ein wenig auf meine Enkelin zu achten. Sie heißt Christine Cornelius. Ich fahre nur bis Baden-Baden, aber bis dahin bin ich gern bereit, auf das Kind zu achten. Sehr liebenswürdig. Bitte schön. Ja. Bitte schön. Verzeihung, liebe Frau. Ja? Wie kommen Sie gerade auf mich? Sie sehen halt wie ein guter alter Onkel aus. Omi! Bitte, bitte, sei mir nicht böse, aber ich weiß, ich bin nicht modern, aber ich mein's doch nur gut. Du und Vati und alle anderen meinen's gut und keiner will mich für voll nehmen. Einmal ist man ja schließlich auch erwachsen. Das ist Einstein. Leb wohl, Omi. Und sag dich nicht. Auf Wiedersehen, Omi. Mit den Dingen da wirst du Oma noch Freude kriegen. Ich kenne die Sorte.
Verzeihung. Das Hinausleben ist verboten, da ist schon so manches passiert. Danke, aber ich brauche kein Kindermädchen. Och, lassen Sie doch Ruhe hier rausfallen. Gnädiges Fräulein, kommen Sie mit in den Speisewagen. Macht es gemütlicher. Oh ja, ist eine reizende Idee. Je öller, je döller, nie. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Herr. Die junge Dame muss bald wieder zurückkommen. Wir steigen in Bingen aus. Sorgen? Ist mir alles völlig gleichgültig, nicht wahr? Die junge Dame fährt nach Genf in ein Pensionat. Das ist alles, was ich von ihr weiß. Alles andere kümmert mich überhaupt nicht. Es ist aber sehr schade, dass Sie das Spielcasino in Baden-Baden nicht kennen. Es ist wirklich eine Sehenswürdigkeit. Steht sogar unter Denkmalschutz. So oft ich kann, halte ich in Baden-Baden. Ich kenne natürlich Monte Carlo und Las Vegas in Amerika. Baden-Baden kenne ich nicht. Ich bin immer durchgereist. Man ist ja so in Eile. Wollen sehen, vielleicht komme ich noch mal dazu. Comtesse, darf ich Ihnen meinen Freund Kurt Egger vorstellen? Oh, Comtesse? Comtesse Christine Cumberland-Erlander, Chateau Latour, Nizza. Comtesse fahren nach Genf ins Pensionat. Woher wissen Sie das? Der Herr hat es erwähnt. Er hat sich nämlich um Sie gesorgt. Das ist ja sehr liebenswürdig von Ihnen, mein Herr. Aber um mich brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen zu machen. Mache ich auch gar nicht. Wie komme ich denn dazu? Ich bin in meinem Leben schon sehr viel allein gereist. Dreimal Australien und so weiter. Und das mit dem Pensionat ist so. Ich fahre nach Genf, um mein Brüderchen zu besuchen. Den zweiten Earl of Cumberland. Und dann geht's nach Trinidad, wo Papa augenblicklich stationiert ist. Interessant. Sehr interessant. Es war mir ein Vergnügen. Ein besonderes Vergnügen. Ein Vergnügen. Oh, die beiden sind ja reizend. Ist das Ihre Tochter? Jawohl. Darf ich Sie mal fotografieren? Halt! 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 Zurückbleiben, bitte! Zurückbleiben! Na, mir scheint ja mein Kindermädchen nötiger als ich. Ja, das war aber auch im letzten Moment. Oh. Na, jedenfalls danke ich, Comtesse. Die Esel haben es wirklich geglaubt. Dreimal Australien. Naja, Omi meint, ich kann nicht selber auf mich aufpassen. Und damit Sie es wissen, ich bin nur mit ihm in den Speisewagen gegangen, weil ich mich über Sie geärgert habe. Über mich? Das ist gelungen. Ich wollte der alten Dame eine Gefälligkeit erweisen, nicht wahr? Da komme ich in solche Situationen. Alle machen sich lustig über mich. Wie komme ich denn dazu? Dann blamieren Sie nicht eine junge Dame vor fremden Leuten. Blamieren? Ich wollte Sie davor bewahren, sich lächerlich zu machen. Lächerlich? Ich mich lächerlich? Oh. Ja, natürlich, wie Sie sich da zu der alten Großmama herausgebeugt haben. Nicht in Ihrem kurzen Röckchen. Ich meine, Sie haben ja zwei hübsche Beine, gewiss, gewiss. Aber ich meine, so weit brauchten Sie ja auch nicht zu zeigen. Dann war es eigentlich sehr nett von Ihnen, dass Sie mich gewarnt haben. Darf ich Ihnen für meinen Pralinen anbieten? Aus der Schweiz, meine Lieblingsmischung. Nein, danke, bloß keine Pralinen. Aber vielleicht möchten Sie ein Brötchen von mir essen. Die Huppertsch hat mir eine Menge mitgegeben. Wer ist die Huppertsch? Ihre Frau? Nee, meine Wirtschafterin. Ich bin Junggeselle. Ich heiße übrigens Gottlieb Sänger. Ich heiße Christine Cornelius. Ja? Aber Sie können Kiki sagen. Alle nennen mich Kiki. Kiki? Einfach Kiki? Mhm. Nicht Comtesse? Mhm. Sehr erfreut, Kiki.
So, was habe ich denn noch da? Sie sind Junggeselle, da ist man doch ziemlich allein. Na, wie man's nimmt. Ach, ich habe auch keine anderen Verwandten als meine Großmutter und mein Vater. Und der ist immer unterwegs. Er ist Handelsattaché. Meine Mutter ist gestorben, als ich ganz klein war. Und jetzt bin ich immer in diesem blöden Pensionat. Na, wie wär's denn noch mit einem Brötchen? Danke, aber ich glaube, ich gehe später in den Speisewagen. Hallo, da fange ich inzwischen an. Womit ist denn das belegt? Mit Jachtwurst. Bitte. Schön, ne? Gott, Herr. Dürfte ich mal Ihr Tischchen benutzen? Oh ja, natürlich. Diese Tische sind ja so riesig klein. Mir hat die Huppertsche hier ein Huhn eingepackt. Aber sowas Herrliches. Stößchen, hier rüber. Ich will Sie nämlich nicht berauben. Man nahm den. Sie wollen ja sowieso in den Speisewagen gehen, nicht? Ja, natürlich. An und für sich schmeckt sein belegtes Brötchen sehr gut. Ja, wunderbar. Ich habe hier noch eins mit Leberwurst. Da sind sogar Trüffel drauf. Freue mich schon drauf. So. Eigentlich ist es hier viel gemütlicher als im Speisewagen. Ja. Ja, wenn Sie sich überlegen würden. Ja, ich habe es mir überlegt. Ja. Also, es ist mir eine besondere Ehre, mit meinem Kindermädchen zu dinieren. Prost. Schön, nicht? Müssen wir eigentlich fotografieren? Sie fotografieren wohl gerne. Ja, irgendein Hobby muss ja so ein alter Onkel haben wie ich. Ja. Omi hat recht. Sie sind wirklich ein netter Mann. Danke für die Blumen. Man möchte es gar nicht glauben, dass ein Mann wie Sie mit seinem alten, entschuldigen Sie, speckigen Rucksack rumreisen würde. Ist das Ihr ganzes Gepäck? Sie glauben gar nicht, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Sie sind wohl Professor der Philosophie. Warum? Und die haben auch immer so verdrehte Ideen. Das ist gut. Was machen Sie in Baden-Baden? Ja, ich will von da aus zu Fuß durch den Schwarzwald wandern. Ah, jetzt weiß ich. Sie sind ein Romantiker. Und jetzt werden wir die Pralinen teilen. Nee, keine Pralinen. Keine Pralinen, meine Taille. Aber Sie haben doch keine. Na ja, eben deswegen. Fräulein Kiki, ich habe mich wirklich gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Kommen Sie gut nach Genf und schreiben Sie mal. Ich bin in 3 Wochen zu Hause. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, da wären wir beide wieder mal. 30 Jahre. Lange Zeit. Damals war man jung, dumm und glücklich verliebt. Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen hohen Lippen, die Welt kann herrlich sein. Überall auf der Welt kann man schöne Dinge sehen, jeder Mensch sucht sich selber sein Ziel. Doch es wird oft bergauf und bergab im Leben gehen, drum hab ich als Gepäck auch nicht viel. Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein. Ja, die Welt kann herrlich sein. Bin ich froh, dass ich Sie gefunden habe. Was machen Sie denn hier? In Baden-Baden ist doch ein Spielcasino. Na und? Ich habe noch nie ein Casino gesehen. Was fällt Ihnen ein? Gehen Sie sofort zu Ihrem Zug zurück. Mein Zug ist eben abgefahren. Leider. Was wird denn Ihre Großmama sagen? Die wird sich ja zu Tode ängstigen. Schon alles erledigt. Ich habe an eine Freundin telegrafiert.
Omi bekommt ein Telegramm von mir, dass ich wohlbehalten in Genf eingetroffen bin. Und der Pensionsmama wird meine Freundin auch einen Bären aufbinden. Schließlich wegen ein, zwei Tagen. Also, das ist unglaublich. Ich will mich gleich erkundigen, wann der nächste Zug nach Genf geht. Ich will das Casino sehen. Aber nicht mit mir. Wozu brauchen Sie Casino zu sehen? Ich habe ja auch noch keins gesehen. Dann sehen wir es eben beide. Lächerlich oder kindische Laune. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin kein Kind mehr. Übrigens, ich werde schon jemand finden, der mich mitnimmt. Schön, schön, machen Sie, was Sie wollen. Ich will meine Ruhe haben. Lächerlich so. Verzeihen Sie, mein Herr. Fahren Sie zufällig nach Baden-Baden? Ja, warum? Könnten Sie mich vielleicht mitnehmen? Sie sind allein? Ja, was machen Sie denn in Baden-Baden? Ach, ich komme nur zu meinem Vergnügen, Herr. So, um die Spielbank zu besuchen und so. So, so. Ja, warum denn nicht, kleines Fräulein? Vielleicht gehen wir zusammen. Zuerst in ein kleines Restaurant. Na komm, Kleine, steig ein. Fahren Sie los, gefälligst, ja? Sonst hole ich die Polizei. Was fällt Ihnen denn ein? Die junge Dame hat mich angesprochen. Oh, der Herr hat mich belästigt. Ich bin jetzt so froh, dass du gekommen bist, Onkel. Also das ist die Höhe. Sie hat mich doch darum gebeten und jetzt... Verschwinden Sie, habe ich gesagt. Die größte Frechheit, die mir je passiert ist, sie. Los! Oh, das ist lieb von Ihnen, dass Sie nachgekommen sind. Ich wäre sowieso nie mit dir mitgefahren. Zeigen Sie mir jetzt das Casino, Onkelchen. Übers Knie werde ich Sie legen. Hm, das Casino. Bitte, bitte. Na ja, aber nur wegen Ihrer Großmama, damit Sie nicht wieder so eine Dummheit machen. Und die junge Dame? Ich gehe mit Paps. Wie alt bitte? 21. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Den Ausweis? Ja, natürlich. Oh, Papst, den hat Herbert. Herbert? Ja, natürlich, Herbert. Mein Mann ist nämlich schon mit dem Wagen vorausgefahren, nach Basel. In Ordnung, gnädige Frau. Spielmarken können Sie dort am Eingang des Saales gleich einwechseln. Woher nehmen Sie bloß den Mut, so unverschämt zu lügen? Na, wenn man ein bisschen Fantasie hat, sonst wären wir ja gar nicht reingekommen. Das wäre auch entschieden besser gewesen. Gespielt wird auf keinen Fall, das haben wir versprochen. Ja, wozu sind wir denn überhaupt hergekommen? Wir? Ich wollte ja gar nicht. Oh, schauen Sie mal. Bitte das Spielzimmer. Ja, 2,5, gnädige Frau. Chef, die Serie ist jetzt vorbei. Mit 20 Mark, 81 bezahlt. Nichts geht mehr. Schwarz, Entbehrung mit Mond. Scherwald, danke für das Dutzend, bitte 40 für 20, schwarze 200 Mark, die Transversale 50 Mark, bitte schön, gnädige Frau, und das Schwall, bitte. 34 Mark, gnädige Frau, 34 Mark. Bitte das Spiel zu machen. Finale 3,6. Jawohl, gnädige Frau, Final 3,6, Final 3,6 ergänzen, bitte schön, Finale 3,6. Aber setzen können wir uns doch, wozu haben wir Eintritt gezahlt? Das war auch schön dumm. Der Schaltspiel 10,15 Euro. Das kann man auch machen? Ja, natürlich. Und das haben Sie alles gewonnen? Ja. Halt, das geht doch nicht. Aber natürlich geht das. Ich spiele ja nicht zum ersten Mal. Schein spielt rot. Will der Herr auch setzen? Nein, danke, ich bleib stehen. Lächerlich. Bitte das Spiel zu machen. Morgen. Auf morgen, bitteschön. 8 Mark auf morgen. 8 Mark morgen. 20, 21. Nichts geht mehr. 20 Schwarzbier und Pass. Schwalltransversa-Sempel. Schön 10 Mark. Quatsch. Nach meinem System müssen Sie Ihren Einsatz auf Farbe jedes Mal verdoppeln. Übrigens ist an diesem Tisch heute noch keine Serie gelaufen. Nein, nicht. Sie haben mir doch versprochen. Nur keine Aufregung. Ich habe mein System. Bitte das Spiel zu machen. Scheinspiel droht. Na nun, plötzlich so mutig. Ja, was bleibt mir anders übrig, nicht wahr? Wenn Sie rot spielen, spiele ich schwarz. Dann einer von uns beiden muss ja dann gewinnen. Schein spielt schwarz. Nichts geht mehr. Zero, nichts auf der Nummer. Die einfachen Chancen werden gesperrt. Aber das können Sie doch nicht machen. Einer von uns muss doch was kriegen. Ja. Nur Zero wird ausgezahlt. Ja, aber das ist ja eine Gemeinheit. Ja, und was gewinne ich, wenn ich auf die richtige Zahl setze? Den 35-fachen Einsatz. Den 35-fachen? Also, 5...
Das sind jetzt 20 mal 35. Das muss ich schriftlich im Kopf ausrechnen. 35 mal 20. Das ist also 0, das ist 1. Das kriegen wir schnell wieder rein. Nennen Sie mal eine Zahl. 11. Bitte das Spiel zu machen. Kein Spiel. Wie kommen Sie gerade auf 11? Mein Geburtstag. Das heißt, Omi meint, ich bin am 10. geboren. Tja, egal, ne? Nichts geht mehr. 11. 10, Schwarzbärenmorg. Nichts auf der Nummer. Sie sind doch am 10. geboren. Oh, du Schreck, ich bin pleite. Regen Sie nicht auf, ich bin ja schließlich auch noch da, nicht wahr? Wollen wir nicht doch lieber aufhören? Ach, was, wo ich jetzt gerade fast gewonnen hätte? 10! Haben Sie gehört? Los, Mann, 10! Nichts geht mehr. 20, Schwarzbär und Bass. Legen Sie auf die 7. Die 7, bitte. 20 Mark auf die 7. Nichts geht mehr. 28, Schwarzbier und Pass. Onkel Schwalkerie, Transversal. Komisch. 7 war sonst immer meine Glückszahl. Bitte das Spiel zu machen. 28. Scheinspiel 28. 20 Mark 28. Nichts geht mehr. 7 Rot Emper und Morgen. Nichts auf der Nummer. Ich habe ja gesagt, 7 ist meine Glückszahl. Bitte das Spiel zu machen. Nichts geht mehr. Bitte das Spiel zu machen. Nichts hier näher. Bitte das Spiel zu machen. Moment. 0. 0, 2 Mark, der. Bitte schön. 2 Mark auf 0. Nichts geht mehr. 24 Schwarzbeer und Pass. En plein Cheval Carré. Plein mit Maximum. 2450 Mark. Was machen wir denn jetzt? Sie werden sich doch nicht erschießen. Erschießen? Na ja, ich habe mal gelesen, in Monte Carlo erschießen sich die Leute manchmal, wenn sie ihr ganzes Geld verspielt haben. Oder wollen Sie mich erschießen? Nee, aber Ihre Sitzgelegenheit verhauen. Ach was, ich bin ja selbst in allem schuld. Erst gebe ich einer kindischen Laune nach und dann verliere ich den Kopf und das Geld, ich alter Esel, ich. Es tut mir ja so leid. Aber in Zukunft werde ich besser auf Sie hören. In Zukunft? Sagten Sie soeben in Zukunft? Mhm. Wir verabschieden uns gleich hier, verstanden? Ich werde mir dann einen einfachen Gasthof suchen, zum Übernachten. Haben Sie denn noch genug Geld? Naja, hier habe ich noch eine eiserne Reserve. Bis Freudenstadt wird es wohl reichen. Und da lasse ich mir Geld nachschicken. Kann man denn das? Ja, postlagern. So, Sie brauchen ja auch etwas Geld zum Übernachten. Hier für ein gutes Hotel sind ja was Feineres gewöhnt. Nehmen Sie. Aber warum kann ich nicht im gleichen Gasthof wohnen? Oder mögen Sie mich überhaupt nicht mehr sehen? Am liebsten nicht. Naja, bis morgen früh halte ich es noch aus, bis Ihr Zug geht. Na also, kommen Sie, Sie Stück Malheur. Guten Morgen. Haben Sie schon gefrühstückt? Nach einer Stunde geht Ihr Zug. Sie müssen rechtzeitig am Bahnhof sein. Ja, das wird wohl keinen Zweck haben. Was soll das heißen? Ich muss gestern im Spielcasino meine Fahrkarte verloren haben. Und ich habe doch kein Geld, um eine neue zu kaufen. Da werde ich die Karte kaufen. Und wenn ich 3 Tage hungern sollte, wenn ich meine Uhr versetzen muss, Sie fahren heute nach Genf. Das wird leider auch nicht gehen. Warum nicht? Ich habe nämlich gerade mit meiner Freundin im Pensionat telefoniert. Mit Ruth, dies geht richtig. Das interessiert mich nicht. Und was weiter? Sie sendet mir telegrafisch 300 Mark. Postlager in Freudenstadt. Die können Sie gleich wieder zurückschicken. Sie fahren heute weiter. Aber es geht wirklich nicht. In diesem Augenblick erklärt Ruth der Direktorin, dass meine Tante schwer erkrankt ist und dass ich bis nächste Woche bei ihr bleiben muss. Aber Sie sagten doch, Sie haben gar keine Tante. Aber das weiß doch die Direktorin nicht. Außerdem sind Ferien. So versäume ich nichts. Und irgendwie werde ich schon nach Freudenstadt kommen. Nur bis Freudenstadt. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Oh, bitte. Nein? Bitte. Oh, Onkel Sänger, ist das schön. Nicht wahr? Nein, nein, bleiben Sie einen Moment so stehen. Einen Moment.
Nein, im Profil, im Profil. Danke. Hier bleiben wir noch eine Weile. Nein, es ist noch viel zu früh zum Rasten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sie werden wohl überhaupt nicht müde. Dabei tragen Sie noch meinen Koffer. Ja, ich laufe ja nicht wie ein junger Hund immer rechts und links im Wald. Nicht? Ich bin auch nicht müde, nur die ollen Schuhe. Oh, die finde ich aber sehr hübsch. Genau das Richtige fürs Pensionat. Ich kann trotzdem ganz gut drin laufen. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Wir kommen gleich zu einer wunderhübschen Mühle. Dort unten? Ja, da unten. Was ich hier habe, Schwarzwälder Schinken auf Bauernbrot. Fein, ich habe einen Mordshunger. Sie denken aber auch an alles, genau wie Vati. Herein. Herr Kleinert. Miss, kommen Sie mal her. Was soll das? Das sind die Aufnahmen für die Feriennummer. Das? Ja, was soll man machen heute? Das ist doch eine Parodie. Ja, Parodie. Ja, ja, Parodie. Das wäre doch mal gar nicht schlecht, wenn man Parodie. Warum soll man nicht mal das moderne Ferienleben parodieren? Wieso? Was meinen Sie? Ja, ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Letzter Tag der arbeitsreichen Beschäftigung. Das verstehe ich nicht. Ja, stellen Sie sich mal vor, der Buchhalter Schmidt sitzt in seinem Büro zum Beispiel. Herr Schmidt, der sitzt sein Leben lang am Schreibtisch im Büro und rechnet dort vom Monatsersten bis zum Ultimo. Doch einmal jedes Jahr legt er den Federhalter fort, klappt seine dicken Bücher zu und sagt das Zauberwort. Urlaub! Die Hausfrau, die den ganzen Tag lang in der Küche steht und putzt und kocht und strickt und wäscht und näht. Sie zieht sich eines Tages plötzlich ihre Schürze aus und hängt sie in den Schrank und ruft durchs Haus. Die Kinder in der Schule lernen Sprachen und Physik. Und wie viele Jahre dauerte der siebenjährige Krieg? An welchem schönen Fluss liegt Bonn und Köln am Rhein? Auf einmal aber klingelt's und man hört den Lehrer schreien. Urlaub! Und wie die Leute sich darauf freuen. Herr Schmidt verbringt den Urlaub im Gebirge dieses Jahr. Und weil er dort bisher noch nie in seinem Leben war, hat er genau nach Maß für sich die Landestracht bestellt, damit man ihn im Ferienort für einen Landsmann hält. Urlaub! Und wie die das genießen. Oh, wie schön, oh, wie schön, oh, wie schön kann Urlaub sein. So bequem und angenehm steigt in den Reisebus man ein. So bequem, angenehm, so bequem, angenehm. Ganz allein liegt man im Sand, träumt dahin am Meeresstrand. Ganz allein, so allein, ganz allein. So allein. Es ist wirklich eine Freude, mal die Sorgen zu vergessen. Außerdem gibt's dreimal täglich ganz in Ruhe was zu essen. Sind die Preise auch sehr hoch? Die Portionen, die sind klein. Viel zu klein, furchtbar klein. Viel zu klein, furchtbar klein. Muss das sein? Oh, wie schön! Oh, wie schön, oh, wie schön kann Urlaub sein. Und in Paris, oh la la. Hallo, sind Sie da? Sie haben jetzt erst ein paar hundert Gemälde gesehen, ja? Wir haben aber im Louvre über 3000. 3000? Bon amusement. S'il vous plaît, Monsieur Dall, s'il vous plaît. Und hier die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Besonders berühmt durch ihr Lächeln. Allons, s'il vous plaît, allons. Monsieur Dall, allons. Allons, s'il vous plaît.
Pardon, Madame, wir müssen weiter. Machen Sie denn gar keine Pause? Ich bin ja so müde. Wir haben doch schon so viel gesehen. Mais oui, Madame, aber bei Jean-Jacques Martel, man sieht mehr. Bei mir sieht man mehr als bei meinen anderen Kollegen. Keine Zeit zum Sitzen. Plus vite, plus vite. Wir sehen heute noch Notre-Dame, Sacré-Cœur, Montmartre. Und heute Abend Moulin Rouge. Quand, quand. Ach, das fehlte mir noch. Oh, Madame. Oh, pardon. Jean-Jacques Martel macht alles. Vielleicht doch Cancan? Leider, ich kann nicht. Mancher kann Cancan, mancher kann Cancan. Na, in Spanien ist gar nichts. Ja, ein Vorsinnflut des Landes, dass die deutschen Zeitungen sind drei Tage alt. Also, was denken die sich hier eigentlich? Habt ihr nun so ein schönes Fleckchen Erde? Und ja, ihr Burschen, was könntet ihr daraus machen, wenn ihr ein bisschen von der deutschen Tüchtigkeit hättet? Ja, und dieses Volk will Amerika entdeckt haben, also nicht zu glauben. Wer weiß, wer dem Kolumbus dabei geholfen hat, den Ei aufzustellen. Du, kick mal, doch der Sandflöhe. Na, und wir in Italien, das brauchen wir ja gar erst zu parodieren. Touristica Amore. Weißt du, Karl, welches Bild mir bis jetzt am besten gefallen hat? Nee. Das Große von Rubens. Oder war es Dante? Was war denn da drauf? Ach, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Engel. Sie meinen gewiss Botticelli. Ach, da sind wir doch gar nicht durchgekommen. Der Maler heißt so. Ach so, naja, man kann ja nicht alles behalten. 16 Städte. Ja, 24 Museen, 11 Bildergalerien und 9 Tempel. Naja, man muss seine Kultur eben immer im Kopf haben, nicht? Wenn ich einen schiefen Turm sehe, weiß ich sofort, Padua. 24 Museen? Wie haben Sie denn das alles geschafft in der kurzen Zeit? Och, das geht. Sie dürfen nicht vergessen, die Italiener auch, die sprechen ja sehr schnell. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Ach du Karl, mach schnell den Fotoapparat fertig. Was gibt's denn? Na, 10 Minuten, das ist bestimmt eine Kirche. Damen rechts, Herren links. Sagen Sie, sind Sie verrückt geworden? Wo bleibt die Romantik? Ja, wo bleibt die? Hören Sie es. Wenn Sie mir keine anständige Bildreportage über die Ferien bringen können, dann können Sie selbst auf Ferien gehen, aber für ständig, verstehen Sie? Ja, leider, aber... Und sagen Sie mir nicht, das ist nicht Ihre Schuld. Herr Direktor Zollhöfer ist außer sich. Einer von uns wird einen Kopf kürzer gemacht. Besser Sie als ich. Ich? Wieso ich? Ach so. Ja, selbstverständlich ich. Hier sind die Dias, Herr Hess. Danke. Das ist es. Das ist es. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der gute alte Onkel, der durch die Gegend wandert. Ein kleiner, harmloser Reiseflirt. Mädchen aus gutem Hause, das durchbrennt. Sehen Sie es. Das ist romantisch. Hm. Dazu noch ein Titel. Sagen wir, Der letzte Fußgänger. Der letzte Fußgänger. Sehr gut. Ja, da brauchen wir aber noch mehr Fotos. Da schicken Sie ihm erst mal 100 Mark, dann wird er sich schon melden. Hallo? Robert, bist du da? Also, hör mal. Ach, Gottlieb, du bist Gottlieb. Ja, also das ist ja die Höhe. Wie kommt ihr dazu, mir nur 100 Mark zu schicken? Nur, du, das muss ein Irrtum sein. Du, wir schicken dir 400 Mark. Wohin sollen wir schicken? Nach Hause. Nach Hause? Nee, nach Hause. Ja, nach Hause. Gut, ja, schön, wird gemacht, wird gemacht. Du, Gottlieb, diese Fotos sind großartig. Das ist ja eine ganz entzückende Kleine. Schickse. Was? Was für eine Schickse? Schick sie mir doch mal zu, ja? Die Kleine? Nein, die Fotos. Also gut, ich habe noch 2 Rollen. Aber achte darauf, dass sie gut entwickelt werden. Ja, alles in Farben. Wird sich schon gut entwickeln, alles. Auf Wiederhören, Robert. Auf Wiederhören. Wiederhören. Mal sehen, wo die Kleine steckt. Sagen Sie mal, na sowas. Gefällt es Ihnen? Ja. Mein Köfferchen habe ich gegen das Ding da umgetauscht. Und die Tampel sind doch richtig fürs Wandern. Ich habe auch etwas für Sie. Bitte? Eine Sparbüchse? Ja, habe ich extra für Sie gekauft. Bei jeder Unwahrheit, die Sie sagen, werfen Sie einen Groschen rein. Oh je, da werde ich bestimmt bald pleite sein. Ja, das glaube ich auch. Nachdem Sie sich so schön ausstaffiert haben, können wir ja losmarschieren. Ich kenne einen wunderbaren Waldweg, durch den wir gleich kommen werden. Schön. Ja. Musik.
Wofür? Dass ich mitgehen durfte. Ich habe mir schon immer gewünscht, einmal das tun zu können, was ich selber will. Wissen Sie, Onkel Sänger, ich darf doch Onkel zu Ihnen sagen. Das klingt nämlich so nett und ich habe noch nie einen Onkel gehabt. Wissen Sie, was ich am liebsten tun würde? Na? Weiter mit Ihnen wandern. Ja? Ja? Immer weiter. Ich hätte nie geahnt, dass die Welt so schön sein kann. Nicht wahr? Vor 30 Jahren habe ich genau dasselbe gedacht. Da saß ich hier auf demselben Stein mit einem jungen Mädchen. Die war genauso ausgelassen und genauso lustig wie Sie. Wissen Sie übrigens, dass Sie mich an Sie erinnern? Wirklich? Waren Sie in Sie verliebt? Auch die Sänger. Ich glaube, Sie waren ein ganz Schlimmer. Na ja, immerhin, ne? Waren Sie, wie alt sind Sie überhaupt? Ich bin schon 16. Sie sind aber noch sehr jung für Ihr Alter. Ach, jetzt sprechen Sie genau wie Omi. Die meint es ja gut mit mir. Aber manchmal denke ich, sie weiß gar nicht, was heutzutage vorgeht. Ja, nun müssen wir aber weiter. Nein, nicht so eilig. Nur nicht so eilig. Leider bin ich schon seit Tagen voll belegt. Ach, wie weit ist es denn bis zum nächsten Gasthaus? 2 Stunden. Aber da wird es auch kein Glück haben. Der hat mich eben angerufen, ob ich noch was frei habe. Was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Wenn Sie im Heuschub übernachten wollen, eine Decke kann ich Ihnen geben. Im Heuschub? Das wäre ja wunderbar. Ich habe noch nie im Heu geschlafen. Nee, also das geht nicht. Oh, es ist gar nicht so arg. Sicher nicht, gell, Onkelchen? Kommen Sie, ich zeig's Ihnen mal. Kommen Sie doch, Onkelchen. Und hier wird geschlafen? Ja. Ja, am besten, Sie machen sich da bequem, ne? Ja, ist gut. Ja, ich schlafe hier. Ich schnarche nämlich manchmal. Was machen Sie denn da? Ich fülle den Bauch des Schweinchens. Buße. Nur für die letzten Tage. Haben Sie denn so viele Groschen? Mal sehen. Wenn ich dich sehe, wenn ich dich sehe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich dich sehe, wenn ich dich sehe, dann steht mein Herz sofort in Flammen. Denn die Figur und deine Beine sind entzückend und du duftest so berückend. Du lachst mich an und gleich verliere ich meine Ruhe, denn keine andere ist wie du, wie du, wie du, wie du, wie du. Wenn ich dich sehe, wenn ich dich sehe, dann kriege ich immer wieder darauf Appetit. Dich zu lieben, dich zu küssen, heute Abend irgendwo. Überhaupt und außerdem, in jedem Fall und sowieso. Dich zu lieben, dich zu küssen, heute Abend irgendwo. Überhaupt und außerdem, in keinem Fall. Und sowieso. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Gehören Sie zu dem Engel da auf dem Heuhaufen? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Mein Kompliment. Ein guter Geschmack ist die Krönung wahrer Vernunft, sagt ein französischer Philosoph. Das ist zu viel Philosophie auf nüchtern Magen. Ich habe einen Mordshunger, komm, Papst. Hm. Du mit deiner blöden Rederei und alle Leute verscheuchen. Ich wollte zum Frühstück einladen, wir haben ja genug. Die Kleine ist doch reizend. Rückansicht auch nicht schlecht. Aber ob sowas ein halbes Huhn wert ist? Für den Preis, den du dafür bezahlt hast? Naja, meinetwegen. Verzeihung, dürften wir die Herrschaften vielleicht zum Frühstück einladen? Ja, das ist sehr nett, aber wir wollen nicht zur Last fallen, ne? Das duftet aber sehr gut. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Max Marschütz und das ist mein Freund. Rudi Feld ist der Name. Ich bin Christine Cornelio, Sänger, und dies ist mein Vati. Ja, ich bin der Vati. Wollen wir? Na ja, aber nur, wenn ich Kuchen, Brot und Kaffee besorgen darf. Ja, bitte, gerne. Bitte sehr. Ich gehe nur zum Brunnen waschen. Morgentoilette, ländlich sittlich. Ja, nicht wahr? Du, Rudi. Heute endlich können wir den Picknickkorb verwenden, den wir im Wagen gefunden haben. Na, fertig? Mhm. Du hast dich auch noch nie gewaschen, was? Ist aber lustig. Ja. Oh, das ist ja reizend. Bitte, meine Herrschaften, greifen Sie zu. Danke. Mhm. Oh. Schmeckt sehr gut. Ja, Max hat nicht nur Talent zum Komponieren, er ist auch ein geborener Koch. Und Sie? Ich bin der Handlanger. Das ist alles, wozu es reicht. Die Papierservietten sind aber gut gestärkt. Ja. Aber nicht improvisiert. Ja, das. So, na, Sie wandern wohl auch gerne, was? Nein, wir fahren mit dem Auto. Hm? Ach, entschuldigen Sie bitte.
Jahrgang 1925. Mhm. Wir wollten schon immer den Schwarzwald sehen. Und da sind wir. Sie studieren Musik? Konservatorium, drittes Jahr. Mhm. Und Sie sind kein Künstler? Nein, ganz was Prosaisches. Jurastudent, sechstes Semester. Lieber hätte ich Philosophie studiert. Aber damit kann man nicht genug Geld verdienen. Das verflixte Geld, wenn das nicht wäre. Ist gar nicht so arg. Wir leben von der Hand im Mund. Wir arbeiten in Hotels als Aushilfskellner oder Gepäckträger oder Sänger, was sich gerade findet. Na, im Augenblick scheint es aber ganz gut zu gehen, hören Sie mal. Ach, das? Ja, das lief mir so in den Weg, da drüben. Ich habe mir gedacht, bevor sich's verirrt. Wollt ihr damit sagen, dass ihr das Huhn so und so und singen? Was? Solche Diebe! Wolche! Oh, jetzt müssen wir aber alle ganz rasch versuchen. So ist es mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Wo sollen wir denn hin? Der Wagen ist hinter der Scheune. Komm, Augustin, ein Patz, komm, beeil dich. Halunken! Verflexte Bande! So, schnell, kommen Sie, kommen Sie. Dann steigen Sie doch ein, schnell, schnell. Ja, ich mach ja schon. Komm, komm, komm. Und danke schön. So, rein, ab. Aua, Mensch, das ist ja auf einen Fuß. Jetzt habe ich aber genug. Ich lasse mich nicht mehr in solche Situationen bringen. Es wird heute nur nach Genf gefahren. So, Kind? Vielleicht können Sie mir helfen. Mein Vater will mich nämlich in ein Kloster bringen. In ein Kloster? Haben Sie denn so viel auf dem Kerbholz? Naja, ich habe manchmal die Leute verkohlt. Aha, ein bisschen gelogen. Ein bisschen. Naja, aber nach der Lehre von Professor Knecht gibt es ja keine Lüge, sondern nur eine übersteigerte Fantasie. Ich übersteige schon manchmal sehr stark. Aber für Paps ist Schwindel die größte Sünde. Paps ist nämlich sehr fromm. Ah, ist er? Er sieht gar nicht so aus, eher gemütlich und lustig. Oh, das täuscht. Was treibt denn eigentlich hier, Herr Vater? Er treibt, er ist Oberkirchenrat. Ich dachte, das gibt es nur bei den Protestanten. Naja, das Kloster ist auch mehr in dieser Richtung. Wollen sehen, was wir tun können. Was ist denn jetzt wieder los? Schon wieder die Benzinleitung. Umso besser. Dann verabschieden wir uns gleich hier und wandern weiter. Aber Pops, bitte. Ja. Einen Moment. What can I do for you? Verzeihung, könnten Sie uns helfen? Could you help us? We got stuck. No wonder. Könnten Sie uns abschleppen to tow us to the next Reparaturwerkstätte? Fish, do you have a cable? Yes, Johannes. Thank you, Your Highness. Mensch, das ist eine Hoheit. Will you sit down? Für eine angehende Nonne ziemlich flotte Arbeit. Nonne? May I introduce myself? My name is Prince Bengali Sharvi. Und mein Name ist Christine Cornelius, but everybody calls me Kiki. Kiki? How nice. Na also, das ist ja nur... Beruhigen Sie sich doch, Herr Oberkirchenrat. Gönnen Sie ihr doch noch ein bisschen Spaß, bevor Sie den Schleier nimmt. Oh, hier. All right, Johannes. Ja, yeah, go ahead. Los, einsteigen. Es fährt doch ohne uns ab. Kommen Sie her. Ich helfe Ihnen. Sie brauchen mir nicht zu helfen, ja? The land of my dreams. Ich verstehe ein wenig Deutsch. Ja, ganz. Der Duft der Lotusblumen. Maybe. Sie kommen mich besuchen? Maybe. Ich könnte ja Ihren Tempeltanz lernen. Ich will nämlich Tänzerin werden. Oh, Sie sind Tänzerin. Wie interessant. Nur am Anfang. Only in the beginning. C'est charmant. Halt! Hupen Sie mal, der Kerl wird ja unverschämt. Was fällt dir denn ein? Das ist mein Daddy, er ist sehr streng. Well, I did my gute Tat anyway. So eine Unverschämtheit. Naja, jedenfalls ohne Ihre Tochter hätte uns der Nabob nie abgeschleppt.
Tja, das Ersatzteil habe ich aber nicht. Das ist ja lustig. Tantes Befinden verschlechtert. Brauche weitere 8 Tage. Kiki. Das Telegramm habe ich eben im Postamt aufgegeben. Jetzt können Sie mich nicht zurückschicken und mich zur Lügnerin machen. Zur Lügnerin machen? Das ist ja herrlich. Und was ist das hier? Und was werden Sie machen, wenn es mit Ihrer Großmama nicht klappt? Die hat schon längst den 2. Brief von mir. Ich kann mich auf Wut verlassen. Apropos verlassen. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Sie verlasse, damit ich meine Ferien endlich mal genießen kann? Hm? Tun Sie denn das nicht, Onkelchen? Na ja, in gewissem Sinne schon, nicht? Aber ich kann Sie ja keinen Moment allein lassen. Was war denn das zum Beispiel mit dem Inder vorhin? Och. Ich habe noch nie einen indischen Prinzen kennengelernt. Es ist alles so romantisch. Und die beiden da drin sind auch romantisch, was? Haben Sie was gegen die beiden? Nö, eigentlich nicht. Höchstens, dass Sie sich ein bisschen viel für sie interessieren. Na und? Ich bin ja schließlich kein Kind mehr. Aha, sehen Sie, das sagen Sie immer, wenn Sie im Begriff sind, eine Dummheit zu machen. Die beiden sind lustig und jung. Ach, ich verstehe. Ja, ja. Ja, Jugend gehört zur Jugend. Im Herzen sind Sie ja auch jung, ganz jung. Und was mir am besten an Ihnen gefällt, ist, dass Sie gar kein Anstandswauwau sind. Außerdem sehen Sie mindestens 10 Jahre jünger aus, als Sie sind. Wirklich? Mhm. Also wie 40, die Jungs 23, das sind klumpige 17 Jahre Unterschied. Ist nicht so, Onkelchen? Ja. Weißt du, wissen Sie, auch du und Sie, man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Eigentlich sollten wir uns ständig duzen. Das ist wahr. Sagen wir uns du. Kiki. Onkel Gottlieb. Onkel Gottlieb, neben Papst bist du der liebste Mensch, den ich kenne. Oho, Versöhnung. Gratuliere. Ja, Papst hat seine Meinung geändert. Ich brauche nicht mehr nach Genf. Wir wandern nach Konstanz. Dürfen wir uns anschließen? Der Wagen muss hier bleiben, bis das Ersatzteil aus Baden-Baden kommt. Und wir nehmen dann den Autobus nach Konstanz. Na, bis zur Haltestelle werden wir es ja wohl mit den beiden Herren aushalten, nicht, Kiki? Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein. In der Tasche eine Flasche, die bis oben hin Humor und Glück enthält. Und am Himmel Wolkenschimmel, darauf reiten meine Wünsche um die Welt. Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein. Das ist gerade frei geworden. Das können Sie haben. Mit 4 Betten. Wir Männer schlafen draußen. Sag mal, existiert eigentlich der Schützenwirt noch? Sie meinen den Weber? Ja? Oh ja, der ist wie immer quietschfidel. Ja. Kennen Sie ihn? Na, es ist zwar schon lange her, dass ich da war, aber immerhin. Oh, der Abend wird getanzt im Schütze. Immer am Samstag, da holt er ein paar Musikanten und der selbst spielt Gitarre. Wie früher, wie früher. Und wenn Papst es nicht erlaubt? Dann brennen wir durch. Du, Papst, ja? Ich wollte dich was fragen. Ja, bitte. Weißt du, heute Abend beim Schützenwirt da... Ja, da wollt ihr hin, ne? Mhm. Ja, das ist ja wunderbar. Und ich komme auch hin. Verdammt sentimental, was die da spielen. Das ist doch das Lied, so fängt Liebe an. So fängt Liebe an. Die müssen Sie ja wissen, die Herren Dichter. Sie tanzen aber sehr gut. Ich will ja auch Tänzerin werden, wenn ich je Papst und Omi dazu bringe. Ja, freilich erinnere ich mich. Ah, das war ein blitzsauberes Mädel mit schwarzen Haaren. Sie hat mich gefragt, ob ich einen Bolero spielen könnte. Nehmen wir auf eine Kapelle. Ich habe die Gitarre gespielt, sie, und dann hat die einen Bolero getanzt. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sie war ein junges Ballettmädel aus Madrid und befand sich auf ihrer Ferienreise. Ja, woher wissen Sie das? Tja, sind Sie vielleicht der junge Mann von damals? Ja. Na, das weiß ich ja. Naja, inzwischen natürlich, die Jahre sind vergangen, ja, ist ein bisschen voller geworden, besonders von außen. Ja, kann man wohl sagen. Papst, das war eine wunderbare Idee, von dir hierher zu kommen. Ja, das Fräulein Tochter. Nein,
Ja, ah, doch, doch. Wie lang ist es eigentlich her, seit Sie da waren? Ja, genau 30 Jahre. 30 Jahre, da waren wir noch jung und knusprig, wir zwei. Besonders er, der Vater, das war ein ganz toller. Er hat durchgetanzt die ganze Nacht wie ein wilder Polka, Walzer, Charleston. Charles, oh, bitte spielen Sie einen Charleston. Ich tanze ihn so gerne. Ja? Oh, dieser, dieser. Ist ja auch meine Tochter. Ach, das ist mein Malheur. Einem hübschen jungen Mädel habe ich noch nie was absagen können. Der hat sich überhaupt nicht verändert. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein eifriger Tänzer bist. Ach, der übertreibt doch auch. Vielleicht, weil ich hier und da habe ich schon mal mein Tanzbein geschwungen, nicht? Aber. Charleston. Darf ich bitten? Damenwalz. Doch. Vor all den Leuten. Nein, darf ich denn? Die Kleine alles zu Wege bringt. Ja, selbst so einem absoluten Denker wie du es bist, kann sie den Kopf verdrehen. Mir? Mach dich doch nicht lächerlich. Kopf verdrehen. Ich hab dir immer gesagt, solange ein Mensch alle seine Gefühle von hier aus kontrollieren kann, besteht keine Gefahr. Herr Oberkirchenrat. Oder Anstandswauwau, was immer er sein mag, er ist ein Prachtkerl. Prosit! Ex! Prost! So, und ich erhebe mein Glas und trinke auf das Schönste im Leben, auf die Jugend. Ah, einen Moment. Ex, Apfelsaft. Den Juanita getanzt hat. Ich habe doch davon erzählt. Ja. Oh. Wohin willst du? Ich will versuchen, ihn zu tanzen. Nur improvisiert. So gut wie von Juanita wird sicher nicht sein. Ja, aber die Leute. Ich tanze nur für dich. Sehr nett von dir, Kiki. Und ich wollte, ich hätte wirklich so eine kleine Nichte. Und ich so einen netten Onkel. So
an. Irgendwo und irgendwann. Man spricht kein Wort und hört sich trotzdem zu. Man schaut sich an und plötzlich sagt man du. Schön wie nie vorher ist die Welt auf einmal ringsumher. Es ist, als ob das Leben neu begann. So fängt Liebe an. Gottlieb, du bist doch ein Glückspilz, dass du das alles nochmal erleben kannst. Also, Sie sehen, meine Herren, es geht doch. Warum muss man denn immer erst mit Kündigung drohen? Sehr hübsch. Sehr reizend, ja. Dankeschön. Es war übrigens eine ausgezeichnete Idee, lieber Herr Hiss. Ja, lieber, lieber, wer Miss Fenstersänger auch ausgezeichnet so finden würde. Warum nicht? Er wird sich sicher sehr geschmeichelt fühlen, einmal der Held für 2 Millionen Leser zu sein. Es ist doch ganz harmlos und ohne jede Malice. Originell und romantisch. Jedenfalls wird er die Prämie von 3000 Mark für den besten Ferienbericht bekommen. Also, meine Herren, an die Arbeit und viel Glück. Das ist doch Kiki. Das ist doch nicht möglich. Impossible. Öffentlichkeit orientiert. Fräulein Henriette, ist die Post gekommen? Ja, Frau Baronin. Ja. Sofort. Oh. Die Post, Frau Baronin. Ja. Ach, von Kiki. Das gute Kind schreibt so fleißig. Bitte, bitte lesen Sie mir doch vor, ja? Ja, ja. Liebes Omachen, ich schreibe so oft, damit du dich ja nicht sorgst. Ich studiere fleißig Mathematik und Physik. Das gute Kind, das sind nämlich Ihre schwachen Fächer. Wie geht's weiter? Ja, ich muss schon von mir selbst sagen, ich bin richtig brav. Was ist denn, Fräulein Henriette? Ist Ihnen was in die falsche Kehle gekommen? Fürchterlich, eine Niedertracht. So, nehmen Sie ein Glas Wasser. Nein, nein, danke. Sie müssen es ja doch erfahren. Was denn? Kiki ist gar nicht im Pensionat. Wo denn? Nein, sie wandert durch den romantischen Schwarzwald. Was? Mit einem älteren Herrn. Was heißt denn das? Ja, ja, bitte, bitte, ich bringe Ihnen die Illustrierte, da steht alles drin. Wahrhaftig. Innen sind auch noch Bilder. Tja, das ist unverkennbar Kiki. Tja. Und den Herrn neben ihr? Das ist doch der Onkel aus der Eisenbahn. Und ich habe ihn noch dazu gebeten, auf Kiki aufzupassen. Moderne Jugend. Früher war Tugend eine Schönheit. Ich wanderte immer mit einer Erzieherin. Ja, ja, ja. Sagen Sie, Franz, er soll gleich vorfahren. Ja. Ich muss sofort zur Redaktion. Seien Sie versichert, Frau Baronin, dass wir wirklich nicht die Absicht hatten, Ihnen Ungelegenheiten zu bereiten. Es ist ja auch alles im unterhaltenden Sinne als völlig harmloses Ferienvergnügen beschrieben. Harmlos für Sie, aber nicht für mich. Das Wesentliche im Augenblick ist zu erfahren, wo sich dieser berüchtigte Herr Sänger und das Kind befinden. Soviel ich weiß, wollte er nach Konstanz, an Bodensee. Das rechtfertigt jedenfalls nicht, was er getan hat. Also, Konstanz. Ja, dann nehme ich das im 5. 511 und 137. Ja, hübsch hier, ne? Zum Abschied können wir uns noch ein bisschen Luxus leisten. Na, eigentlich nicht, aber wir tun. Bitte lassen Sie den Rucksack auf mein Zimmer bringen. Ich gehe nur noch etwas besorgen. Was denn? Sagen Sie,
Ist das nicht der vom Zeitblick? Sie meinen, der letzte Fußgänger? Ja, und die Kleine sieht auch genauso aus. Tatsächlich. Onkel Gottlieb. Bitte trage das. Das ist das Richtige für den eleganten Herrn. Beiliegendes Päckchen. Erst öffnen, wenn ich im Zug nach Genf sitze. Kiki. Das soll ich anziehen. Bisschen zu kurz. Ja, was soll man machen? Muss ich anziehen. Muss ich machen. Oh, hallo Kiki, da sind Sie ja. Endlich. Und fesch wie immer. Ich hab's gerade gekauft. Gefällt es Ihnen? Totschick. Ich hab heute Nachmittag frei. Um 5 Uhr im Garten, ja? Ja, ich komme. Inzwischen sind wir ja berühmt geworden. Bitte. Verzeihung, mein Herr. Ja? Sind Sie vielleicht der letzte Fußgänger? Was bin ich bitte vielleicht? Ach, ich dachte, Sie wären... Was wäre ich wohl? Nein, eine solche Ähnlichkeit. Komisch, verzeihen Sie bitte. Du, hast du die alte Jungfer da auf der Treppe gesehen? Die spricht mich doch an und fragt mich, ob ich der letzte Fußgänger wäre. diese alte Schachtel, wie kommt die bloß drauf, ne? Oh, wie Gottlieb, ja? Du siehst wirklich sehr schick aus. Ja, meinst du? Ja, aber ich weiß nicht, die gucken mich alle so notwendig an hier. Ach, lass doch die Leute, mir gefällst du gut. Ja? So fängt Liebe an, irgendwo und irgendwann, wie Musik, die plötzlich leiser klingt und mehr in unsere Herzen dringt. Ja, so fängt Liebe an, mit einem Blick, der so viel sagen kann. Es ist, als ob das Leben neu beginnt, als ob zwei Herzen verzaubert sind. Was hat denn Omi zu ihrer Eskapade gesagt? Malen Sie den Teufel nicht an die Wand, die hat ja keine Ahnung. Na, glauben Sie, die hat nicht auch den Zeitblick gelesen? Ich verstehe nicht. Was hat denn der Zeitblick mit mir zu tun? Ja, da müssen Sie Herrn Sänger fragen. Der hat einen Ferienbericht mit all unseren Fotografien eingeschickt. Sänger, das ist ausgeschlossen. Doch, ja doch. Unter dem Titel Der letzte Fußgänger. Der letzte Fußgänger? Also deshalb die alte Jungfer auf der Treppe. Nein, Sänger hat gar keine Ahnung. Aber Omi, oh du meine Güte, ich muss sie sofort anrufen. Ich komme gleich wieder. Zeitblick. Bitte. Danke. Oh. Oh, du meine Güte. Bitte kann ich Herrn Sänger sprechen? Er ist nicht in seinem Zimmer. Aber Ihre Verbindung mit Hamburg ist da. Dankeschön. Fräulein Henriette? Kann ich bitte mit Omi sprechen? Frau Baronin ist schon unterwegs nach Konstanz. Was hat denn Omi gesagt? Wie ist sie denn? Äußerlich wenigstens, ganz ruhig. Ich werde ihr alles erklären. Danke, Fräulein Henriette. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich um ein Autogramm bitten? Mir auch bitte. Sie scheinen mich zu verwechseln. Ich bin nicht Elvis Presley. Wenn Sie Ihren richtigen Namen nicht schreiben wollen, dann schreiben Sie doch einfach der letzte Fußgänger. Wie kommen Sie denn darauf? Na, das stand doch im Zeitblick. Das ist doch nicht möglich. Wir wollten Sie doch nicht beleidigen. Entschuldigen Sie. Das ist ja, das wäre ja... Leider, Frau Baronin, Fräulein Cornelius ist nicht im Zimmer. Ich werde hier auf Sie warten. Guten Morgen. Ja, das, ach was. Hier, geben Sie mal einen Zeitblick.
Eine Gemeinheit. Unerhört. Bitte. Ist Fräulein Cornelius auf Ihrem Zimmer? Nein, Frau Baronin von Hartwig wartet auch auf Sie. Auch das noch. Guten Tag, Frau Baronin. Mein Name ist Sänger. Vielleicht erinnern sich meiner. Leider nur zu gut. Entschuldigen Sie meinen Anzug, beziehungsweise meinen Aufzug. Ist. Ich finde ihn vollkommen passend für den Charakter, aus der Sie sich entpuppt haben. Bitte. Darf ich Ihnen erklären? Das ist nicht zu erklären. Der Bericht ist Ihnen gut bezahlt worden und ob Sie den Namen eines jungen, anständigen Mädchens durch aller Mund ziehen, ist Ihnen ja egal. Aber ich versichere, das ist alles ohne mein Zutun geschehen. Warum halten Sie mich für so dumm, Ihnen das zu glauben? Ich weiß, der Schein ist gegen mich. Und trotzdem ist es so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Wirklich, ich gebe mein Ehrenwort, Frau Baronin. Ich habe alles getan, um Kiki zu beschützen. Sie hat sich mir aus reiner Abenteuerlust angeschlossen. Ja, aber warum haben Sie mich da nicht verständigt? Wenn das so leicht gewesen wäre. Sie kennen nicht die Schwindelei... Verzeihung. Die Erfindungsgabe Ihrer Enkelin. Ja, oh, sie hat eine rege Fantasie. Immerhin, ich gebe zu, ich hätte ihrer kindischen Laune nicht nachgeben müssen. Das ist meine Schuld, natürlich. Bitte um Vergebung. Wie ist das alles gekommen? Das wird Ihnen Kiki am besten selbst erzählen. Grüßen Sie sie bitte, recht herzlich von mir. Herr Sänger. Ja, bitte. Wenn ich Ihnen Unrecht getan haben sollte, dann halten Sie das einer alten Frau zugute, die sich mit den Ideen der heutigen Jugend nicht zurechtfinden kann. Das ist ein Problem für uns alle. Aber sorgen Sie sich nicht zu sehr. Kiki wird schon ihren Weg machen. Sie ist ein Prachtmädel. Frau Baronin. Herr Sänger. Meine Freundin Ruth und ich, wir sprechen öfter über die neue Woge. Neue Welle, meinen Sie? Das ist ein sehr ernstes Problem. Problem? Es erinnert mich an meins mit Omi. Bitte, bitte bleiben Sie doch noch einen Augenblick. Ich... Ja? Kiki, ich... Ich liebe... Das ist so trivial. Darf ich Ihnen einen Kuss geben? Aber wenn es unlogisch ist oder eine nutzlose Passion? Zum Teufel mit aller Theorie! Darf ich Sie... Ich glaube, nach dem, was vorgefallen ist, müssen wir wohl du sagen. Darf ich dich in Hamburg besuchen? Ja, gerne. Wenn Omi es erlaubt und ich nicht nach Genf muss. Oh, sie kann jeden Augenblick kommen. Weißt du, es ist auch ohne Logik. Schön, nicht wahr? Mm. Meinen Schlüssel, bitte. Frau Baronin von Hartwig erwartet Sie in Ihrem Zimmer. Dankeschön. Bitte? Wie hast du denn das mit den Briefen gemacht? Das war ganz einfach. Meine Freundin Ruth hat sie an dich weitergeleitet. Und der Direktorin haben wir einen Bären aufgebunden. Schrecklich, all diese Lügen. Rudi sagt, es gibt keine Lüge. Nur eine übersteigerte Fantasie. Wer ist denn Rudi? Einer von den beiden Jungs, die du im Journal gesehen hast. Er ist ein sehr interessanter Mensch. Ist ja fürchterlich. Mit diesen jungen Burschen bist du durch das Land gezogen? Ja, aber Onkel Gottlieb war ein richtiger Anstandswauwau. Wer ist denn Onkel Gottlieb? Na, der Onkel vom Zug, Herr Sänger. Oh, ich muss ihn anrufen. Er hat von allem keine Ahnung. Nein, ich habe schon mit ihm gesprochen. Er behauptet, er hat nichts mit dem Bericht zu tun. Ganz bestimmt nicht. Ich bin fest davon überzeugt. Er läuft ja schrecklich angezogen herum. Das ist meine Schuld. Hab ich ihn gekauft. Du? Naja, er sieht sonst so solide aus. Ja, jetzt musst du aber packen. Wir fahren gleich nach Haus. Ins Pensionat kannst du sowieso nicht mehr zurück. Wo ist denn dein Köfferchen? Was ist denn das? Mein Rucksack. Meine Hose, meine Bluse, meine Trample und mein Steierhütl mit Feder. Hosen, Trampler? Naja, wenn man in Camps und Heuschobern übernachtet, muss man sowas haben. Heuschober übernachten? Bitte gib mir ein Glas Wasser. Deine weiteren Reiseberichte später. Ich muss das löffelweise einnehmen. Kann ich bitte Herrn Sänger sprechen? Herr Sänger ist vor 10 Minuten abgereist. Lieber Onkel Gottlieb, hier ist das kleine Schweinchen. Es ist voll mit Groschen für jede Notlüge. Es soll dich an das dumme junge Mädel erinnern, für das Onkel Gottlieb mit seinem Rucksack voller Träume immer die schönste Erinnerung bleiben wird. Kiki. Robert Hiss, Zeitblick,
Hamburg. Bin nächste Woche zurück. Verlange Aufklärung über unglaubliche Indiskretion. Sänger. Hallo. Na endlich, wie lange soll ich denn warten? Guten Morgen. Ich möchte Herrn Direktor Zollhöfer sprechen, aber sofort. Der Herr Kleinert oder Herrn Hiss. Da ist er ja endlich. Mein lieber Herr Sänger. Herr Zollhöfer. Ich freue mich, dass Sie wieder zurück sind. Ich muss... Wir haben uns eine kleine Begrüßungsfeier für Sie ausgedacht. Ich muss mich ganz... Herr Sänger, die Angestellten des Verlages begrüßen Sie herzlichst. Herr Zollhöfer, lieber Herr Sänger, von Ihrer großartigen Idee inspiriert, ja, nämlich wieder wie früher mit dem Rucksack auf dem Rücken durch die Schönheiten der Natur zu wandern. Ich muss Ihnen... Moment. Haben wir den Verein Der letzte Fußgänger gegründet und Sie zum Ehrenpräsidenten ernannt. Der sagt Ihnen aber gut ein. Darf ich Sie bitten, lieber Sänger? Das Prädikat ist besonders wertvoll. Du hast es gerade nötig, Mensch. Ich? Wieso? Ach so. Ein Mann wie unser Sänger, das ist ein vorbildlicher Angestellter. Und deswegen haben wir alle unsere Angestellten hier angestellt. Herr Zollhöfer. Nun stell dich nicht so an, um dich zu begrüßen. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Man liegt faul. Man liegt faul. Man liegt faul. Man liegt faul. Man liegt faul im Sonnenschein. Man kann tun. Man kann tun. Was man will. Was man will. Alle Uhren stehen. Man hat Zeit, um zu träumen, und Zeit, um zu wandern, und Zeit für sich selbst und auch Zeit für die anderen. Für Stunden und Tage von Glückseligkeit. Oh, du schön. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Aber trotzdem... Auch der Verlag möchte nicht mit seiner Huldigung ausbleiben und dem Mann mit dem besten Ferienbericht seine Anerkennung aussprechen. Ferienbericht, das ist es, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Erlauben Sie mir... Erlauben Sie mir, Ihnen mitzuteilen, dass ich die Ehre habe, Ihnen diesen Scheck von 3.000 Mark als Prämie für Ihre originellen Ferienbilder auszuhändigen. Ja, bitteschön. Das ist sehr schön und gut. Aber was ich sagen wollte... Meine Damen und Herren, Sie sehen doch, unser guter Sänger ist doch viel zu gerührt, um Ihnen seinen Dank auszusprechen. Gerührt? Darf ich es hiermit für ihn tun? So, und jetzt kommen Sie mit. Jetzt hat es doch geschafft. Ich will Sie in Ihren neuen Wirkungskreis einführen. Herr Scholl. Eine Stellung mit höheren Bezügen wartet auf Sie. Aber vorerst muss ich... Frau von Hartwig anrufen, ist ja doch alles erledigt. Doch natürlich. Ich lasse bitten. Verehrte Frau Baronin, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Einladung. Halten Sie mal. Ich bin so froh, dass nun alle Missverständnisse beseitigt sind und vor allen Dingen, dass ich etwas sagen darf. Vorhin in der Redaktion kam ich überhaupt nicht zu Wort. Hier, bitteschön. Oh, vielen Dank, Herr Sänger. Ja. Ich freue mich, Sie in unserem Haus begrüßen zu können. Aber was soll denn das? Das soll nichts. Das ist ein kleiner Irrtum. Ich bin etwas ganz benommen, bin ich. Das Schweinchen ist für Kiki. Weiß schon wofür, ne? So, für Sie hatte ich aber auch was. Kommen Sie zu meinem Blumenmensch. Vielen Dank, Herr Sänger. So.
Ja, für Sie habe ich auch was, meine Herren, und zwar diesen Scheck, den ich vorhin in der Redaktion bekommen habe. Ich meine, ich will damit nichts zu tun haben, aber Ihnen wird das Studium erleichtern, ne? Wir haben auch etwas für dich, Onkel Gottlieb. Das ist ja wie Weihnachten. Ein neuer Rucksack. Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein. In der Tasche, eine Flasche, die bis oben hin Humor und Glück enthält. Und am Himmel, Wolkenschimmel, darauf reiten meine Wünsche um die Welt.